Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Trek Online. Das ist die dritte Episode von... nein. Es gibt kein Zentrum mehr. Die heimtückische Jula hat um eine Audienz beim Hohen Rat auf Konos gebeten. Ein selten angewandtes Gesetz der Klingonen hat ihr Haus wiederhergestellt. Vorübergehend. Und als Matriarchin ihres Hauses hat sie das Recht, vor dem Rat zu sprechen. Ob sie die große Halle lebendig oder in Ketten verlässt, bleibt abzuwarten. Sie hat viel zu verantworten. Als Mitglied der Sondereinheit für Jula habe ich ihre Anwesenheit während dieses Treffens veranlasst. Sollte sie zu einem Ärgernis werden, erwarte ich, dass sie entsprechend handelt. Natürlich wurde sie zu einem Ärgernis. Es kam zu einem Kampf in der Halle des Hohen Rates und wurde dann hier im... Was ist das? Zeron-System fortgesetzt, also im Weltraum. Sie ist auch hier wieder mal entkommen und wollte uns eigentlich auf ihre Seite ziehen. Natürlich geht das nicht. Wir sind Sternenflotte und wissen, was passiert, wenn man mit Verrätern kooperiert. Das ist mit uns nicht zu machen. Jetzt werde ich den Dialog hier nochmal wiederholen für euch. Zum Ende der letzten Folge. Ruf von Kajna beantworten. Victory is ours. The rebels have been beaten. If only we could have put an end to their leader. You fought well today. Soon we will celebrate and... we are being hailed by the Chancellor himself. Der Sieg gehört uns. Die Rebellen wurden besiegt, wenn wir doch nur auch ihre Anführer erledigt hätten. Also wie gesagt, sie ist wieder mal entkommen. Sie haben heute gut gekämpft. Schon bald werden wir feiern und... wir werden gerufen vom Kanzler höchstpersönlich auf den Schirm. Gavan, you have won a glorious battle today, but the rebels are continuing their raid against Alliance forces. There is more work to be done. Kajnar, you are to travel to the nearest starbase for repairs. I need your ship at full strength. Gavan, Sie haben heute eine glorreiche Schlacht gewonnen, doch die Rebellen überfallen weiterhin die Streitkräfte der Allianz. Es gibt noch viel zu tun. Kajna, Sie fliegen zur nächsten Sternenbasis für Reparaturen. Ich brauche Ihr Schiff in Höchstform. Und was ist mit uns, Kanzler? You are needed in another system to deal with the rebels. Transmitting coordinates on a secure channel now. Sie werden in einem anderen System gebraucht, um sich um die Rebellen zu kümmern. Ich übertrage Ihnen die Koordinaten auf einem sicheren Kanal. Gut, dann zum Sidea-System warpen. Those Starfleet ships won't last much longer against that Mokai force. Let's join the fight before it's too late. Okay, die sind tatsächlich in den Sternenflottenraum eingedrungen. Die Schiffe der Sternenflotte werden nicht mehr länger genug gegen die Mokai-Streitkräfte durchhalten, Admiral. Lassen Sie uns kämpfen, bevor es zu spät ist. Wir haben also hier mit Falkel Shawn zu tun. Das ist der aktuelle Captain der Enterprise, oder? Ja, da ist er ja. Also das Flaggschiff mal wieder direkt an der Front. Die Sternflotte lässt niemanden zurück, Captain. Steuermann, bringen Sie uns dorthin. Gut. Es gibt übrigens ein Einsatzkommando, wo man genauso eine Station verteidigen muss. Ich fürchte, ich weiß, wie das endet, aber ich will nicht spoilern. So, dann durchbuffen und Angriff. Enterprise, this is the day of base. Get clear! It's a trap! Enterprise, hier spricht die Sidea-Basis. Ich fürchte, ich komme nicht hinterher. Ihr müsst die Sprechblasen selber mal anschauen. Ich versuch's aber mal. Passen Sie auf, das ist eine Falle, wollte sie wohl sagen. Deaktivieren Sie die Schiffe der Sternflotte. Ich will der Sache auf den Grund gehen. Wir sollen also Schiffe der Sternenflotte deaktivieren. Wir kämpfen hier auch gegen solche. Also irgendwas stimmt hier nicht. Deaktivieren heißt nicht zerstören. Ich hoffe, sie stoppen. Ja, sie stoppen von selber. Gut. Was sollst du meine Gesundheit tun? Die hauen ganz schön rein, also ist alles, was recht ist. Ich meine, wir haben hier immer einen Kreuzer mitgebracht, einen Wundertäter-Kreuzer, ne?
Gut, das Schiff ist noch nicht voll ausgebildet. Aber trotzdem, es ist Kreuzer und kein Papiertiger. Ich muss direkt nochmal ganz kurz auf Abstand gehen, hilft nichts. Ich muss hier direkt, ja, werde natürlich ausgebremst von Traktorminen. Aber ich brauchte jetzt echt einen Moment Zeit, um... Ja, das ist ein Reparaturskill, das ist eine Spezialität des Schiffes, ablativer Bergungsgenerator. Das hilft uns, warte mal, ich bleib mal kurz stehen, damit ich das an Bord holen kann. Wenn wir jetzt noch weniger als 100% hätten, würde jetzt unsere Hülle sehr gut repariert werden. Also das ist eine Spezialität von einem Schiff der Scott-Klasse. Und wenn wir schon kurz drüber sprechen, das Schiff, das ich Serana gekauft habe, hat auch diese Konsole. Also es ist praktisch der Wundertäter der Mörr-Eck-Klasse. Der hat auch die Konsole drin, die das macht, was ihr gerade gesehen habt. Nur so, falls ihr das nützlich findet und KDF spielt, dann wisst ihr gleich, welches Schiff auf der KDF-Seite diese Konsole noch hat. Ja, ja, rechte Schilde. Ich drehe mal ganz kurz das Schiff, damit die anderen Schilde zum... Achso, ja, hat sich erledigt. Also... Es geht um folgende Konsole. Nee, um die nicht. Um die hier. Bei Interesse bitte selber lesen. It appears the Mokai infected their computer cores with a virus. To their systems, friends became foes. Let's help them clear the virus from their systems and get them back into the fight. I have a feeling we're going to need all the help we can get here. Ich habe von den Captains der Sternflottenschiffe gehört, die uns angegriffen haben. Das sind keine guten Nachrichten. Anscheinend hat Mokai ihre Computer mit einem Virus infiziert. Für ihre Systeme sind Freunde zu Feinde geworden. Helfen wir ihnen, den Virus zu entfernen, damit sie wieder mit uns kämpfen. Ich fürchte, wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Ich stimme zu. Wir werden digitale Spezialisten rüberbeamen, um ihnen zu helfen. So, also alle drei Konsolen bekommt ihr, wenn ihr alle drei Wundertäterschiffe habt, und die könnt ihr dann wahrscheinlich in ein Wundertäterschiff einbauen. Vermute ich mal, ich habe das jetzt nicht genauer studiert, ist nur eine Annahme, weil es mit anderen Schiffsklassen auch so ist. Aber ich mag dieses Reparaturding, das hat mir schon einige Male... Ich fliege das Schiff ja erst seit ein paar Tagen mit allen Chars... beziehungsweise die Mureck mit Serana, also das Klingonen-Gegenstück dazu. This is Commander Sunul on Sadea Base. We're still clearing the virus from our core systems. We have partial control and should restore full ops soon. Our long-range sensors are picking up numerous signals at high warp, House Mokai and Starfleet. Hier spricht Commander Sinol von der Sedea-Basis. Wir beseitigen noch den Virus von unseren Kernsystemen. Wir haben partielle Kontrolle und sollten bald wieder einsatzfähig sein. Unsere Rangsteckensensoren erfassen mehrere Signale auf Warp. Haus Mokai und Sternenflotte. Klingt nach baldigen Ärger. Wahrscheinlich noch andere. Those ships are all coming in on the same approach vector. I'd say it's a fair bet those Starfleet ships are under Mokai control. Stay sharp out there. This could be another rough. Das ist noch nicht alles, Admiral. Diese Schiffe kommen alle aus der gleichen Richtung. Ich fürchte, diese Sternflottenschiffe stehen unter der Kontrolle von Mokai. Das wollte ich gerade anmerken, danke. Bleiben Sie wachsam, dies könnte ein schwerer Kampf werden. Bestätigt, Sedea-Basis, Haunibu 17, Ende. Here they come, and they're locked and loaded. So, dann schauen wir mal. Schilde runterbrezeln über alle, die im Umkreis von 5 Kilometer sind. Das sind keine Mokai-Schiffe, das sind Rebellen von anderen klingonischen Häusern. Oh, oh, das sieht gerade nicht gut aus. Ich muss hier mal ganz kurz weg und den Überblick zurückgewinnen. Halleluja, Gott sei Dank hat Caldrissia ja diesen Skill hier. Ohne den wäre das jetzt wahrscheinlich in die Hose gegangen. So, jetzt neu ordnen, neu sortieren. Es ist ja nur ein taktischer Rückzug, was wir hier gemacht haben. So, Negva, Kriegsschiff. Ich versuche den mal zu assimilieren. Das ist das, was die eigentlich gemacht haben mit den Sternflottenschiffen. Das können wir auch. Aber ich glaube, der ist zu sehr kaputt. Das
Das lasse ich jetzt mal. Der ist auch schon fast hinüber. Da könnte es noch klappen. Schauen wir mal, ob ich mal eins von denen... Achso, das ist ein Föderationsschiff. Das würden wir wahrscheinlich nicht zerstören, sondern nur deaktivieren. Schilde runterbrezeln. Aber die waren zu weit weg. Das hat jetzt nichts geholfen. Das funktioniert nur im Umkreis von 5 Kilometer. Und die waren jetzt über 6 Kilometer entfernt. So, jetzt hat Calrissa mal ihre Zeitagentenfähigkeit das Leben gerettet. Das war dieser kurze Warpsprung. Dann hier mal eine Induktionsplattform einsetzen, bei Interesse Pause-Taste drücken und den Skill studieren. Target's shield have failed. Was bist denn du? Du bist Sternenflotte jetzt. Okay. Sedea-Basis besiegen? Hä? Ergibt das Sinn? Na gut, wenn da ein Virus drauf ist, werden wir möglicherweise auch gegen die Basis kämpfen müssen. Feindliche Flotte besiegen ist klar, aber Sedea-Basis besiegen, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Vielleicht rumpelig übersetzt, dass es überwältigen gemeint ist oder übernehmen. Da ist noch ein Ziel. Na komm, put. Hab ein Leckerli für dich. Hat's assimilieren geklappt? Jawohl, jetzt habe ich euch das mal zeigen können. Assimiliertes Schiff. Und nicht einmal schlecht. Also das hält schon ein bisschen durch. Let's hope we can get the computers on those ships clear before more enemies come in for the kill. Noch mehr infizierte Schiffe. Hoffentlich können wir den Virus auf diesen Schiffen entfernen, bevor noch mehr kommen. Einverstanden. Bleiben Sie wachsam, Captain. Wir helfen den deaktivierten Schiffen. Was haben wir denn bekommen? Disruptor-Geschützturm. Naja, nett. Den sollen wir wohl heilen, beziehungsweise reparieren. Wieder flott machen. Ich gebe dir mal ein bisschen davon. Der wird gleich mit uns kämpfen und in besseren Zustand, wenn er ist, nutzt er uns mehr. Gut, ein Schiff mehr in der Sammlung. Dann haben wir hier noch ein Escort-Schiff. Und eine Fregatte, die ist aber in schlechtem Zustand. Da müssen wir ein bisschen... We're still trying to get rid of this damn virus. But we have Escort-Schiff mit null Hülle, wow. Including long-range sensors. We're reading a lot of incoming signals. All Klingon this time. Wir versuchen immer noch, diesen verdammten Virus loszuwerden. Ja, rumpelig übersetzt. Aber wir kontrollieren bereits die meisten Systeme. Wir erfassen viele eingehende Signale, alle klingonisch. Ich nehme an, dass das keine klingonische Verstärkung ist. I doubt it. There's a lot of Mokai warp signatures in the mix. I would guess. I'd say all of those ships are hostile. Ich bezweifle es, Admiral. Es sind viele Mokai-Warp-Signaturen darunter. Ich wette, all diese Schiffe sind feindlich. Verstanden. Wir werden für sie bereit sein, Commander. Ja, das Schiff da hinten, das nutzt mir nichts in dem Zustand. Das muss man aber ein bisschen aufpeppeln. Mit null Hülle. So, und ich sehe mal zu, dass ich aus dem Zentrum des Kampfes rauskomme. So. Habe ich hier irgendwas? Ist noch nichts bereit. Hasta la vista, baby. Ist das assimilierte Schiff noch da? Ich sehe es gerade nicht. Wahrscheinlich ist die Zeit schon rum. Sind ja nur kurzzeitig verfügbar. Schauen, ob ich das assimilieren kann. Ist immerhin ein Dreadnought. Der wäre praktisch, wenn uns der hilft.
Schilde runterziehen. Na, klappt das noch? Ja, wir haben's gekriegt. Was hat denn der für Werte? Okay. Würde sagen, ist nützlich, hilft uns. Irgendwas stimmt nicht. Der Virus. Wir verlieren die Kontrolle. Ich erfasse mehrere Systemausfälle. Auf allen Decks. Halten Sie durch, Commander. Wir sind auf dem Weg. Nein, bleiben Sie zurück. Die... Sie errichten ein... Was geht hier vor sich, Commander? Savor your victory while you can. The field is yours for now. But as you are about to see, my reach is long indeed. Your house burns bright, fool. There's still time to make the right choice and rally to the banner of House Mokai. Choose wisely or die like these fools. Ich fühle mich von einem assimilierten Schiff irgendwie beobachtet. Ich kann mir nicht helfen. Irgendwie unheimlich. Creepy. Automatische Übertragung beginnt. Genießen Sie Ihren Sieg, solange Sie können. Das Feld gehört Ihnen. Fürs Erste. Doch Sie werden schon bald sehen, wie weit mein Arm reicht. Euer Haus brennt lichterloh, Narren. Es ist immer noch Zeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen und unter dem Banner von Haus Mokai zu kämpfen. Weltweise. Oder sterbt wie Narren. Steuermann, bringen Sie uns weg von der Sedea-Basis. Oh. Okay, damit ist klar, dass die... ...the virus to remotely trigger a warp core breach. The damage was catastrophic. Looks like a few escape pods were able to eject before the explosion. We'll take care of them. Cholula muss über den Virus einen Waffenbruch erzwungen haben. Der Schaden war... ...katastrophal. Anscheinend konnten vor der Explosion noch einige Rettungskabel starten. Wir werden sie einsammeln. Verstanden, Captain. Okay, damit ist klar. There's more. Alliance Command sent orders our way. There's trouble in a Romulan star system. Mokai trouble. They asked for all of us to look into it, but under the circumstances, I think it's best for Enterprise to remain here with the survivors and the other ships. Da ist noch mehr. Das Allianzkommando hat uns Befehle geschickt. Es gibt Ärger in einem romulanischen Sternsystem. Keine Ärger. Sie haben uns alle gebeten, nachzusehen, doch unter diesen Umständen halte ich für besser, wenn der Enterprise hier bleibt, bei den Überlebenden und den anderen Schiffen. Das Virus? Yes. Until we can make absolutely sure their computers are virus-free, I don't want to risk taking those ships into battle. Each one of them could be rigged to blow, or worse. Go on ahead. We'll catch up as soon as we're able. Ja, bis wir sicher gehen können, dass ihre Computer vom Virus befreit sind. Ich möchte diese Schiffe nicht mit in die Schlacht nehmen. Jedes von ihnen könnte explodieren. Oder noch Schlimmeres anstellen. Gehen Sie vor, Admiral. Wir kommen nach, so schnell wir können. Also das gibt's auch als Einsatzkommando seit neuestem. Jetzt muss ich nur gucken, ist das... Oder als Patrouille... Da heißt Klingonischer Bürgerkrieg. Das ist ja Angriff bei Sedea, ja. Das gibt's auch als Einsatzkommando. Als Patrouille. Gut, das kriegen wir, glaube ich, noch in dieser Folge unter. Ich werde jetzt da keine neue Folge aufmachen. 10 Minuten haben wir eh noch, also zum Terrorsystem war Warp. Ich werde da keine 4. Folge draus machen. Das kommt jetzt da rein. Nur wenn es sehr lang ist, schneide ich an dieser Stelle... Hier spricht Commander Civit von der Basisstation R88 der Republik, also der Remolanischen Republik. Können Sie mich hören? Kommt das Signal durch? Wir hören Sie, Commander.
Den Elementen sei Dank. Bitte, unternehmen Sie etwas gegen die Alachi. Unsere Verteidigung wird schwächer und unsere taktischen Satelliten wurden zerstört. Ohne Ihre Hilfe halten wir nicht mehr lange durch. Falls ich hier geschnitten haben sollte und die Folge doch länger wird, als ich erwartet habe, wir sind gerade dabei, diese Quest hier zu machen. Es gibt kein Zentrum mehr. Die heimtückische Jula hat um eine Audienz beim Hohen Rat auf Kronos gebeten. Ein selten angewandtes Gesetz der Klingonen hat ihr Haus wiederhergestellt. Vorübergehend. Und als Matriarchin ihres Hauses hat sie das Recht, vor dem Rat zu sprechen. Ob sie die große Halle lebendig oder in Ketten verlässt, bleibt abzuwarten. Sie hat viel zu verantworten. Als Mitglied der Sondereinheit für Jula habe ich ihre Anwesenheit während dieses Treffens veranlasst. Sollte sie zu einem Ärgernis werden, erwarte ich, dass sie entsprechend halten. Gut. Es kam natürlich zu Ärger in der Halle des Hohen Rates wurde gekämpft. Dann ging das in einem klingonischen System weiter, wo wir im Weltraum kämpfen mussten. Dann eben, falls das eine neue Folge ist, in der letzten Folge. Ansonsten ist es noch in dieser Folge drin. In einem Sternflottensystem wurde eine Sternflottenbasis zerstört. Das heißt, die Föderation wird sich aus dem Bürgerkrieg nicht raushalten können. Und jetzt sind wir hier in einem Romulaner-System. Wir sind also auf dem Weg, Commander Haunibu, 17 Ende. Kulasch-Fregatte. Also wir haben es jetzt hier mit Elachi zu tun. Die stehen offenbar unter der Kontrolle von Jula. Wir haben ja gelernt, sie haben auch im Pilzraum, im Myzelraum einige Elachi unter ihre Kontrolle gebracht mit klingonischer Technologie, die sie im Myzelraum platziert haben. Und diese Elachi sind mehr oder weniger krank, wenn man das so nennen kann. Zumindest jedenfalls sind sie nicht bei Trost, also nicht bei Verstand, sondern stehen unter der Kontrolle von Jula, vom Haus Mokai. Jo. Schauen wir mal, ob er die auch assimilieren kann, dass mir eins von denen hilft. Ein bisschen Hilfe wäre nett. Nee, klappt nicht. Hat zumindest jetzt nicht geklappt. Vielleicht sind Elachi-Schiffe dagegen auch resistent. Das finden wir mal in dieser Folge raus. Sobald der wieder zur Verfügung steht, in 2 Minuten. Ja, die rechten Schilde. Ich hab's verstanden, schon beim ersten Mal. Ich muss was für meine Gesundheit tun, heißt das, ne? Einige Skills habe ich in den letzten Folgen gezeigt, indem ich mal mit der Maus länger drauf geblieben bin. Und mit Hilfe der Pause-Taste könntet ihr bei Interesse das selber lesen. Also die Skills. Ich lese sie nicht alle vor. First, a vessel older than my grandsire warps in, fires some sort of mystery weapon and warps out. Then, some sort of rift opens up and spews out an Alachi battle fleet, all before breakfast. What is going on here? Is this a new Iconian attack? Das war ein beunruhigender Tag, Freund. Zuerst warpt ein uraltes Schiff herein, feuert eine geheimnisvolle Waffe ab und warpt wieder weg. Dann öffnet sich eine Art Riss und spuckt eine Elachi-Kampfflotte aus. Und das alles vor dem Frühstück. Was ist hier los? Ist das ein neuer Angriff der Ikonianer? Nein, hinter diesem Angriff steckt ein klingonischer Revolutionär. Why would a Klingon rebel care about a Republic outpost? And how are the Alachi involved? Warum würde sich ein klingonischer Rebell für einen Außenposten der Republik interessieren? Und wie sind die Elachi darin verwickelt? Das ist eine lange Geschichte, Commander. Zuerst müssen wir den Riss schließen. Very well. It sounds like you have experience with this sort of thing. Do what you need to do. I've got my hands full keeping this base from blowing to bits. Nun gut, Admiral. Anscheinend haben Sie Erfahrung mit diesen Dingen. Tun Sie, was Sie müssen. Ich habe alle Hände voll zu tun, um diese Basis zusammenzuhalten. In Ordnung, wir kümmern uns um den Riss. Wenn ich ein Riss wäre, wo würde ich mich verstecken? Na, da ist er doch. Ah, es hat doch geklappt mit dem Assimilieren. Der ist es doch. Was hat es denn für Werte? Ja, passt. Könnte uns hilfreich sein. Aber es ist immer nur temporär, ne? Nach ein paar Minuten ist das wieder weg. Aber in den paar Minuten haben wir durchaus
Ja, zumindest den Schaden, den das Schiff kassiert, kassiere ich schon nicht. Ne? Also, man kann es sozusagen als... Watch out! The Lachir coming out of the rift! Ja! Schilde runterbrezeln. Target those Alachi and fire! Es war jetzt naiv von mir anzunehmen, dass wir hierher kommen können an den Riss und nicht angegriffen werden. Aber daran hatte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich sollte es eigentlich inzwischen besser wissen. So, dann machen wir mal das hier. Diesen Wirbel auf. Ich zeige euch mal ganz kurz bei Interesse Pause, dass ihr drückt. Und die Werte studieren. Das ist eine Konsole. Universalkonsole. Wenn wir schon drüber sprechen, das muss die hier sein. Genau. Diese hier. Ich kann jetzt aber nicht darauf eingehen, wie man die kriegt. Ich denke, es ist Zeit, diesen Rift zu schließen. Unsere Sensoren picken auf Vessel auf der anderen Seite. Ilachi, bei dem Look dieser Readings. Anscheinend sind wir gerade rechtzeitig gekommen, Admiral. Ich denke, wir sollten den Riss schließen. Unsere Sensoren erfassen Schiffe auf der anderen Seite, Ilachi, so wie sie ausschaut. Ah, Yarok, die kennen wir doch, alte Bekannte. Mit der haben wir doch schon öfters zusammengearbeitet. Einverstanden. Wir schließen den Riss, Commander. Bereithalten. Das ist die Lisette, oder? Ja. Genau. Schön. Das ist sowas wie der Captain Sean, der Captain der Enterprise, mit dem wir jetzt in dieser Episode auch schon zu tun hatten. Nur auf romulanischer Seite, ja. Something's wrong. The rift isn't closing. Da stimmt etwas nicht. Der Riss schließt sich nicht. Ilachi warships on intercept course. They're coming from the rift. So, Schilde runterbrezeln. Und dann wirkt nämlich der Flächenschaden besser. Ilachi Kriegsschiffe auf Abfangkurs. Sie kommen aus dem Riss. So, ich muss mal die Schiff drehen, die besseren Schilde den Gegner zuwenden und was für meine Gesundheit tun. Weitere Lachi-Schiffe im Anflug. Machen Sie sich kampfbereit. Wer hätte das gedacht? Kann ja keiner ahnen. FEV Liberator. Was ist das? Hold your fire, my friend. Ach, jawohl. The crew of the Liberator is here to help. Nicht schießen, mein Freund. Die Crew der Liberator will Ihnen helfen. Gut, damit ist die Frage beantwortet. Aber ich schaue es mir trotzdem mal an. 201.000 Hülle, das ist viel. Erwachter Ilachi. Captain Starzef, es ist schön, einen Freund zu sehen. Wir kamen, as soon as we could. Ju'ula is creating stronger rifts with her weapon. They are potent. And extremely volatile. Your rift closing methods will not work. Fortunately, we Ilachi have more expertise with such problems. Das muss der Ilachi sein, den wir in der Mizil-Welt schon kennengelernt haben, der früher mal Romulaner war und noch ein paar Erinnerungen an sein früheres Leben hat und wieder gelernt hat zu sprechen, offenbar. Fiel ihm bei unserer ersten Begegnung schwer, das Sprechen. Weil sie sonst nur telepathisch kommunizieren. Wir sind so schnell wie möglich, wie wir konnten, gekommen, Admiral. Ju'ula erzeugt mit ihrer Waffe immer stärkere Risse. Sie sind mächtig und sehr flüchtig. Ihre Methoden zur Schließung werden nicht funktionieren. Zum Glück haben wir, die Ilachi, mehr Erfahrung mit solchen Problemen. Wenn sie den Riss schließen können, dann tun sie es jetzt, Captain. The process requires a considerable level of energy. My ship will be vulnerable to attack while we close the rift. Protect us while we work. And we'll do the rest. Einverstanden. Der Vorgang erfordert jede Menge Energie. Mein Schiff wird angreifbar sein, während wir den Riss schließen. Beschützen Sie uns und wir werden den Rest erledigen. Da werde ich jetzt wohl mal diesen Skill hier sinnvoll einsetzen können. Das ist ein Wundertäter-Skill. Torpedos, Reparatur, Naniten, Nutzlast 1. Weil wenn aktiv, damit schießen wir ein heilendes Projektil auf den Empfänger ab. Und der heilt dann eben für 5 Sekunden die Hülle. Beziehungsweise wenn aktiv, werde ich geheilt, wenn abgefeuert, heilt das 9000 Trefferpunkte vom anvisierten Verbündeten. Werden wir jetzt mal einsetzen können. Was hat denn das für Ablenkzeit? Sehen wir das hier? 30 Sekunden. Okay, das ist ausreichend. Kann ich relativ selten sinnvoll einsetzen, aber... hallo? Hold your fire, Mike. We came. Agreed. Hostile Ilachi fleet on sensors. Here they come. Jo, sehr schön. Ich sollte
die Liberator mal pinnen, damit ich seinen Zustand besser verfolgen kann. Oh, mein Zustand ist aber auch nicht unwichtig, muss ich gerade feststellen. Halleluja, was kommt denn da an Schaden rein? Ich glaube, ich begebe mich mal an den Rand der Schlacht, dass ich nicht alles abbekomme. Und ich sollte die Liberator mal schützen mit dieser Bubble hier. Biomolekularer Schildgenerator. Das macht jetzt, glaube ich, gerade mal Sinn. So, damit hat er schon mal ein bisschen Schutz. Ja, ja, ich habe mich schon drum gekümmert. So, wie geht's der Liberator? Eigentlich gut. Brauche ich mir gerade keine Sorgen machen. Zwischendurch mal ein bisschen Heilung rüberschieben. Und mich nicht vergessen. So, Schilde runterziehen. Und Flächenschaden machen. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Das heißt, ich muss mal wieder... Jetzt nutze ich mal den hier, ablativer Bergungsgenerator. Das ist eine Spezialität dieses Schiffes. Habe ich erklärt im Verlauf der Mission. Mal was assimilieren, vielleicht hilft es uns. Wenn ich das jetzt assimiliert habe, dann haben wir ein bisschen Unterstützung mehr. Es muss nur klappen. Ja, ja, ist schon recht, ich habe es verstanden. Hat das geklappt? Ja, assimiliertes Schiff und zwar... Jo, hilft uns weiter. Gut, du kriegst noch mal ein bisschen Heilung ab. Und ein paar Naniten. Ich muss nur das Schiff mal drehen. Das, was da jetzt reinkommt, das ist der Heilskill. Der tut jetzt Trümmerteile aufsammeln von den zerstörten Schiffen. Und dadurch wird meine Hülle hochgeheilt für eine Zeit lang. So, ich würde jetzt gerne ein Torpedo abschießen, wenn es recht ist. Da, das war ein kurzes grünes Torpedo. Und ihr könnt jetzt sehen, hier Befehlsschild... Was? Nee. Okay, sieht man nicht. The rift is closed. Well done, everyone. Captain Tarsif. The Republic owes you its sincere thanks. My compliments to you and your crew. Der Rift ist geschlossen. Gut gemacht. Captain Tarsif, die Republik schuldet Ihnen Dank. Mein Kompliment an Sie und Ihre Crew. Ja, der Captain Tarsif, mit dem werden wir ganz gewiss noch öfters zu tun haben, der ist wohl jetzt dann sowas wie der Sprecher der Elachi. Wir danken Ihnen ebenfalls, Captain. Many among us were once Romulan, Commander Jurok. We are proud to be of service to the Republic. There are more of these rifts. In several systems. We will do what we can to close them. Viele unter uns waren einst Romulaner, Commander Jarok. Wir sind stolz, der Republik dienen zu können. Es gibt weitere dieser Risse in mehreren Systemen. Wir werden tun, was wir können, um sie zu schließen. Toros, ich habe übrigens über die Quest, die ich vorhin erwähnt habe, wo wir mal ins Myzelreich mussten, da hat man die Gelegenheit, einen Elachi anzuwerben. Das habe ich hier auch gemacht, wie ihr seht. Er ist Zeitagent. Ich fand das einfach passend. Was ist er denn sonst noch? Ja, er ist Zeitagent. Gut. Nur mal so nebenbei. Verstanden. Danke, Captain. I'm afraid Ja'ula isn't finished with us. I'm receiving a Priority 1 signal from the Kuvat system. Klingon revolutionaries are attacking a civilian shipyard. Transmitting the coordinates now. We'll join you there as soon as we've stabilized the situation on Base Station R88. Och nö, echt jetzt? Noch ein System? Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich mir hier mal... einen Break machen kann. Ich fürchte, Jula ist noch nicht fertig mit uns, Admiral. Ich erhalte ein vorrangiges Signal aus dem Kuvat-System. Klingonische Revolutionäre greifen eine zivile Schiffswerft an. Ich übertrage die Koordinaten. Wir schließen uns ihnen an, sobald wir die Lage auf Basisstation R88 stabilisiert haben. Ich denke, ich mache hier mal einen Cut, weil sonst wird das Video zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.